Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine Reihe von vielen kleinen einzelnen Telefonaten mitgebracht. Manchmal sind die Callcenter ziemlich schnell weg am Telefon, da sie selten Fragen beantworten können und dann einfach auflegen. Aus diesem Grund bieten die Videos trotzdem ein bisschen Informationscharakter und auch Unterhaltung. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Schnipseln. Hallo. Spreche ich mit Herrn Lümmeltücher? Lümmeltücher, ja. Lümmeltücher, Entschuldigung. Philipp Schwarz am Apparat. Ich anrufe Ihnen von crypto.com, da wo Sie eine Anmeldung gemacht haben, über Informationen zu nehmen, ungefähr über Kryptos und Online-Investitionen, Online-Handel. Stimmt das? Keine Ahnung. Das ist schon vor 2 Wochen die Anmeldung hier. Und jetzt war Ihre Nummer angerufen zu werden, ja? Ich bin einfach ein Broker, das wird Ihnen informieren, was passiert in der Reedereiwelt. Glaube ich, haben Sie schon auch Erfahrung in diesem Bereich. Herr Claudius? Nee. Was, ne? Herr Claudius ist falsch. Ja, Claudius Lümmeltücher. Hallo, mit wem rede ich da? Mit der Wand? Was? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ja, schon, ja. Was, wie war die Erfahrung? Schnuckelig. Schnuckelig? Was ist das? Hä, was? Na, so wie ich es gesagt habe. So, was meinen Sie mit das? Was ist passiert? Na, die Antwort auf Ihre Frage ist passiert. Können Sie ein bisschen klarer sein? Was für ein Ding? Können Sie klarer sein, klarer? Erklären Sie zu mir bitte, was ist passiert mit dieser Erfahrung, die Sie haben? Ja, nichts ist mit der Erfahrung passiert. Die habe ich abgespeichert und da ist sie nun. Wenn Sie handeln oder wenn Sie gehandelt haben, das bedeutet, Sie haben investiert irgendwo. War das bei Kryptos oder bei Stocks, Aktien, Indexes? Oder haben Sie keine Ahnung? Was? Wie das funktioniert, die Investitionen? Doch, habe ich Ahnung von, ja. Also ich weiß nicht, warum er jetzt hier aufgelegt hat und was er da genau verstanden hat. Aber naja, letztendlich, am Anfang hat er sich ja noch versucht, höflich zu geben und hat sich dafür entschuldigt, dass er meinen Namen falsch ausgesprochen hat. Aber naja, dann hat er ja gemeint, er spricht mit einer Wand. Und das ist natürlich dann alles andere als höflich. Ich weiß nicht, was die Betrüger sich so manchmal denken am Telefon und was sie da so genau verstehen. Das Problem ist ganz einfach, dass die nicht wirklich alle 100% Deutsch verstehen. Und dadurch wirken die Betrüger meistens auch ziemlich doof. Was sie vielleicht gar nicht immer sind, denn sie können ja verschiedene Sprachen. Aber naja, ich finde schon, wenn man in Deutschland dann auch anruft, dann sollte man die Sprache auch flüssig beherrschen, damit man den Kunden irgendwie zufriedenstellen kann. Aber darum soll es ja nicht gehen, denn letztendlich geht es nur darum, dass sie von euch wenigstens 250 Euro bekommen und sich danach dann aus dem Staub machen. Hallo, guten Abend. Ja. Spreche ich gerade mit dem Herrn Steiner? Jo. Sind Sie am Apparat? Ich habe Niklas Fischer, ist mein Name und ich rufe Sie an wegen einer Anmeldung, die Sie bei unserer Plattform gemacht haben. Aha. Genau. Haben Sie schon mal Erfahrung mit Online-Trading, ja? Nee. Also, haben Sie noch nie eine Investition gemacht? Nee, aber können Sie mal da das Gejaule da im Hintergrund ausmachen? Warum sollte ich das? Ja, weil das stört. Stört das Ihnen? Ja. Das ist aber nicht mein Problem. Ja, dann ist das auch nicht mein Problem. Tschüss. Ja, und hier habe in der Tat dann auch mal ich aufgelegt. Also es ist schon wirklich wahnsinnig mit dem Gejaule da im Hintergrund und auch sehr, sehr auffallend, dass eigentlich fast alle Betrüger-Callcenter immer irgendwie lautstark Musik im Hintergrund haben müssen. Ihr müsst euch auch mal vorstellen, das betrifft sicherlich vielleicht auch immer den ein oder anderen Zuhörer. Es gibt auch Menschen mit Hörgeräte.
Und wenn ich mich nur einmal an meinen eigenen Opa da erinnere, der hat da tatsächlich auch Probleme gehabt, wenn irgendwie Musik im Hintergrund gelaufen ist und man hat mit ihm telefoniert. Das gerade wenn es dann solche hohen Gejaule-Frequenzen sind aus leider sehr bekannten Songs, ja, dann hat man da ein Problem. Und naja, die rufen hier auch viele ältere Leute an. Ich denke mal, die Trading-Maschen, die ziehen oder ja, die zielen eher auch auf die jüngere Zielgruppe ab, die sich vielleicht noch ja, kurz vor den 20ern oder in den 20ern befindet, die vielleicht einfach noch naiv und neutral an die ganze Sache rangehen und damit noch keine Berührungspunkte haben. Da nervt es vielleicht nicht so. Da ist aber auch wieder das Problem, dass es den Leuten dann vielleicht nicht unbedingt auffällt, dass das Ganze hier irgendwie unseriös sein muss, wenn da die ganze Zeit Musik im Hintergrund läuft. Tja, aber so ist es eben. Denn normale Callcenter, die haben keine Musik im Hintergrund laufen. Die beraten euch seriös und vernünftig. Und ein vernünftiges Callcenter, das in Deutschland arbeitet und agiert, das lässt auch keine Musik im Hintergrund laufen. Und auch seriöse Firmen, die nach Deutschland telefonieren. Wie zum Beispiel Callcenter von Amazon. Da gibt's auch viele ausländische Callcenter, die nicht in Deutschland sind, weil es leider Billiglohnländer gibt, die noch weniger verdienen als in Deutschland. Tja, ob man das so gut findet, sei immer noch mal dahingestellt. Aber da läuft auch keine Musik, weil es letztendlich einfach ein seriöses Unternehmen ist. Naja, aber da nehmen die sich halt kein Beispiel dran. Guten Tag. Erwin ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Sebastian? Das ist mein Vorname. Wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Herrn Sebastian Lümmel-Tütchen. Ja, ist am Apparat. Okay, ich rufe Sie vom Finanzmann. Ja, Sie haben sich angemeldet. Ja. Und du? Hallo? Ja, was denn? Es geht um Bitcoin. Haben Sie Interesse? Warum rufen Sie mich jetzt an? Jetzt, ich rufe Sie an, um Ihnen zu helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Das schaffe ich nicht alleine? Wie bitte? Das schaffe ich nicht alleine? Alleine was? Setzt die Intelligenz gleich zu Beginn aus, ne? Ein bisschen lauter, können Sie bitte sprechen? Ach, nö. Hallo? Ja? Ja, ein bisschen lauter, ja? Okay, haben Sie Interesse oder nein? Nee, nicht an Betrügern. Okay, Sie sind Betrüger, ich nee. Bin kein Betrüger. Natürlich seid ihr Betrüger. Ich hoffe, professionelle Unternehmer. Nee, ganz bestimmt nicht, du rufst von einem Kakerlakenbau an. Kennen Sie mir? Warum nennen Sie mir Betrüger? Ja, weil du bandenmäßigen Sie Betrug begehst. Nee, du bist, nein, du bist unhöflich und du bist auch unseriös. Warum? Warum denken Sie so, wenn ich noch gar nichts gesagt habe? Ich sage weil du gar nicht dafür, gar nicht so viel sagen musst, das Skript... Oh. Welche Plattform ist das oder so? Das aber Sie Skript, nehmen was du so da... Betrüger. Ja, also das... Sie sind unhöflich und verantwortlich ja. Für Ihre Anmeldung. Ja. Wenn wir Betrüger sind, dann machen Sie keine Registrierung auf unserer Plattform. Doch, mache ich okay? In Zukunft noch ganz oft, damit ihr immer wieder anruft, damit ihr eure Zeit verplempert. Das machen Sie jeden Tag. Ja. Wir verschwenden keine Zeit, Sie verschwenden ja. Ihre Zeit. Das ist unsere Arbeit und wir bekommen unsere Gehalt. Sowas nennt aber man Arbeit? Das ist ja traurig. Das nennt man doch nicht Arbeit, das nennt man Banden. Ja, und nicht nur bandenmäßigen Betrug, sondern auch gewerbsmäßigen Betrug. Denn letztendlich ergaunern sie hier Geld und sind danach weg. Tja, aber daran sieht man auf jeden Fall wieder, wie er sich hier verhalten hat, dass es nur Betrüger sein kann. Denn ein seriöses Callcenter fängt, glaube ich, nicht an, mit euch irgendwie zu diskutieren und beleidigt euch dann dafür. Beziehungsweise gibt dann, ja, das Betrüger zurück. Denn letztendlich, was hat man davon, als Betrüger, die Kunden als Betrüger zu bezeichnen? Ich denke, ein seriöses Unternehmen arbeitet so nicht. Tja, aber was will man davon erwarten, ne? Machen wir mal weiter. Ja, guten Tag. Ich bin Ihre Kontobetreuerin vom Finanzmarkt. Ich sehe, dass Sie sich angemeldet haben, ja, im Onlinehandel. Aha, und von welcher Firma rufen Sie an? Können Sie lauter sprechen, bitte? Ich höre Sie ganz schlecht. Ich fragte, von welcher Firma Sie anrufen? Inertia Finanz. Aha, okay. Jetzt kann ich Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren, okay? Aha. Wir hören Sie mich, oder? Ja, ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung, wie viel Geld möchten Sie investieren? Hallo? Ja, hallo. Aha, können Sie antworten bitte, wie viel Geld möchten Sie investieren zuerst? 6 Milliarden Euro. Bitte sehr. Nee, seriös, Frage ist seriös, wie viel Geld? Unser maximaler Betrag ist 1000.
Ja, möchten Sie 1000, oder? Ja, aber dann bin ich doch im falschen Unternehmen, wenn es seriös sein soll. Ihr seid doch illegal. Also, Sie witzen oder sind Sie seriös jetzt? Nee, das war jetzt seriös gesagt, ja. Und wie viel Geld möchten Sie investieren? Ja, 6 Milliarden Euro bei den Betrügern. Okay, haben Sie Mastercard oder Visa-Karte? Ja, und eine Dongzhuang. Und ich habe auch eine EC-Karte. Und alle anderen Kreditkarten habe ich auch. Und die Visa-Karte fängt, die fängt mit einer 4 an und die Mastercard-Karte mit einer 5. Sagen Sie mir bitte die Nummer. Ja, 568-7899-5722-7899. Können Sie langsam sagen, bitte, oder? Nee. Das kann ich nur schnell. Dann wieder hier on, ja? Was? Betrüger. Sie sind Betrüger. Nein, ihr seid Betrüger. Na was denn? Machst du jetzt mal ein bisschen Pause oder was? Betrüger. Abzocker. Illegaler Bandenmitglied. Tja, was will man jetzt eigentlich dazu noch sagen? Letztendlich sind's Betrüger, nichts anderes. Die rufen euch an und das allererste, worum es wirklich in dem Gespräch bei denen geht, ist, wie viel will man da einzahlen? Also was anderes hat die ja gar nicht interessiert. Direkt zu Beginn des Gesprächs hat sie als allererstes danach gefragt, wie viel man da einzahlen will. Ja, ich glaube nicht, dass man das bei einem Bankberater oder irgendwo anders, die seriös arbeiten, so erfahren würde. Einfach nur gigantisch. Ja, mein Name ist Schuppen Gerald Steiner. Gerold Steiner hätte ich gerne gesprochen. Ja, ich bin dran. Ja, Breuger Straße 77, ne? Ja, und wer will das wissen? Thorn Kasso, wir hatten Sie angeschrieben. Es geht um die Zeitschrift Geschichte, Herr Steiner. Aha, also sind Sie von so einer Betrugsfirma? Nee, sind wir nicht. Na doch. Nein. Hab ja kein Abo. Doch. Soll ich Ihnen mal was sagen? Der Gerold Steiner ist ein ausgedachter Charakter. Also ist es illegal, was Sie hier gerade machen? Nee, das ist nicht illegal. Doch, das ist illegal, was Sie machen. Nein. Natürlich, nein, nein, Sie nein, sind nein, bandenmäßige nein. Betrügerin. Nee, sind wir nicht, auf gar keinen Fall. Naja, ich merke, wir kommen nicht weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ne? Ja, ja, dann schicken Sie mal Ihren Kassogramm dazu. An die Fake-Adresse. Baby, du musst schon auflegen. Also ich muss ja sagen, schon beeindruckend, ne? Da ruft einfach ein Inkasso-Unternehmen an. Ob das hier ein seriöses Inkasso-Unternehmen ist, das kann ich euch tatsächlich nicht mal sagen. Aber es ist Wahnsinn. Die rufen hier an für einen fiktiven Charakter, der tatsächlich nie einen Vertrag abgeschlossen hat. Ich meine, ihr habt die Beweise hier auf dem Kanal. Letztendlich habe ich ja jedes Mal das ganze Telefongespräch ja gesprengt. Spätestens bei der Aufzeichnung. Und nie einem Vertrag eingewilligt und mir auch keine Vertragsunterlagen zuschicken lassen. Und naja, eine Geschichtszeitung, auf sowas wäre ich tatsächlich auch nicht mal in irgendeinem Fake-Video gekommen, wo ich mir irgendwas in meinem Hirn zusammenspinne. Denn für Geschichte interessiere ich mich relativ wenig in der Tat. Ist nicht ganz meine Baustelle. Aber wie kommt denn die dazu, mir irgendwas von einem Inkasso oder von irgendeiner Firma in Rechnung zu stellen oder stellen zu wollen, mit einer Geschichtszeitung und irgendeinem Abo, das mir ja auch gar nicht zugeschickt worden sein kann. Und der Vertrag, der kann ja auch überhaupt nicht zustande gekommen sein, denn, naja, wenn jemand unter einer Adresse nicht erreichbar ist, selbst wenn ich diesen Vertrag abgeschlossen hätte, dann wäre ja allerspätestens schon das Begrüßungsschreiben und die Vertragsunterlagen zu dem ganzen Bums, die wären ja zurückgegangen an die Firma. Und wenn man Briefe zurückschickt und nicht zustellbar sind, dann ist der Vertrag automatisch nichtig. Denn der Kunde war ja nicht erreichbar unter dieser Adresse. Tja, also das ist schon Wahnsinn. Ich frage mich, wer da wohl die Geschichtszeitung gelesen hat? Wahrscheinlich niemand. Also kann es nur irgendeine ausgedachte Geschichte sein. Wie die zustande kommt, das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1, die ich nicht mal unbedingt glaube von dem Unternehmen hier, dass die selbst einfach gelogen haben und rufen irgendwelche Kunden an und denken, damit können sie Geld machen. Glaube ich weniger. Könnte möglich sein, weiß ich aber nicht. Und die wahrscheinlichere Variante ist, irgendein Betrugsunternehmen arbeitet mit einem Inkasso-Unternehmen zusammen und mahnt irgendwelche Kunden an, die es gar nicht gibt. Also die denken sich die Verträge aus und schicken dann die Mahnungen los übers Inkasso. Und da wird das Inkasso quasi noch in eine Geschichte mit reingezogen, wo das Inkasso überhaupt gar nichts für kann. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sehr kurios. Nee. Was? Oh.
Hallo? Ja? Hallo, ich spreche mit Ludon. Ja. Hallo, Ludon, das ist Christina. Ich rufe Sie von Bitcoin Convert. Aha. Sie möchten bei uns ein Handelskonto öffnen, ja? Weiß ich nicht. Möchte ich das, ja? Okay, so schon. Herr Schönmann, oder? Mit welcher Karte möchten Sie... Ja, hier hat die nette Tante das Gespräch dann wohl abgewürgt, mittendrin. Oder wahrscheinlich wieder jemand, der daneben sitzt. Ich denke mal, dass beim Vorlesen des Namens aufgefallen ist, dass das kein richtiger Name sein kann. Ich meine, weiß man nicht, gibt's ja alles, aber der hört sich ja doch schon sehr unseriös an, der Name. Letztendlich hat sie dann einfach aufgelegt und das Gespräch war dann hier an der Stelle beendet. Ja, hallo, schönen guten Tag, Oliver Neumann. Wie geht es Ihnen, Herr Feldermann? Hat es gut soweit? Ja, ganz gut. Das freut mich. Also Oliver Neumann ist mein Name, Finanzexperte von investing.com. Wir sind ein lizenzierter Unternehmer für Online-Trading, Online-Handel. Darf ich mal fragen, habt ihr schon mal Erfahrungen in Online-Trading oder Online-Handel? Ha. Okay, und ist das gut oder schlechte Erfahrung bis jetzt? Ja. Was, jo? Ja, was wollen Sie denn jetzt? Also, es geht über Online-Trading, wie gesagt. Aha, und weiter? Ja, wir sind ein lizenzierter Unternehmer für Online-Trading. Momentan wir suchen für Partners, mit uns zu arbeiten und Geld zu verdienen über die Börse. Aha, wo sind Sie denn lizenziert? Ich habe diesen Anruf bekommen haben. Ja, wo sind Sie denn lizenziert? Wir sind bei FCA lizenziert. Bei FCA? Genau. Also beim Fußballclub Augsburg. Also, ich bin ja hier nicht zum Spieler mit Ihnen, verstehen Sie? Ja, aber FCA heißt Fußballclub Augsburg. Das ist ja deine Mutter mit dem Fuß so hoch. Was? Deine Mutter mit dem Fuß so hoch. Ich verstehe kein Wort. Ist zu undeutlich. Verstehen Sie es nicht? Nö. Okay. Besser so. Ja, wo sind Sie denn jetzt lizenziert? Wenn Sie da mit einer Lizenz prallen, dann müssen Sie mir doch auch sagen, wo. Ja, bei FCA habe ich gesagt. Und wenn Sie nicht wissen, was FCA ist, dann sagen Sie besser nicht. Ja? Na, haben Sie einen Computer da, dass ich Ihnen das zeige? Dann können Sie es besser verstehen. Ja, also für mich ist, wie gesagt, FCA Fußballclub Augsburg. Ja, ich schwieg dich, verpiss dich. Haben Sie eine Macke? Naja, also ein Unternehmen, was selbst nicht begründen kann, wo es lizenziert ist. Ich meine, FCA gibt es als Lizenzierungsbehörde, muss man aber als Kunde nicht unbedingt wissen. Und wenn man dann da blöde Fragen stellt als Kunde, dann erwartet man ja als Kunde trotzdem eine vernünftige, seriöse Antwort, die man hier nicht bekommen hat. Tja, das könnte einfach daran liegen, dass die Registrierung gar nicht echt ist und definitiv gelogen ist. Naja, aber so ist es halt bei diesen Callcentern. Auf Fragen kann man nicht vernünftig eingehen und Kundengespräche kann man sowieso nicht vernünftig führen. Und ganz zum Schluss ist er dann auch noch beleidigend geworden. Tja, frage ich mich, wo jetzt hier der Grund war, beleidigend zu werden, denn letztendlich bin ich vernünftig mit ihm umgegangen. Oder sehe ich das falsch? Ja, bin ich mit der Rudolf Scher verbunden. Schön, Sie zu erreichen, Herr Scher. Ich hoffe, ich störe im Moment nicht. Nö. Mein Name ist Alex Stano und ich rufe Sie wegen Ihrer Handelskonto, die Sie bei uns haben. Aha, bei wem denn? Erinnern Sie sich? Wie heißt denn die Firma? Ja, Sie haben bei uns Affiliate, beim Webtrader das gemacht. Webtrader heißt die Firma? Ja, ganz genau. Ich rufe Sie auch von der Zentrale. Aha. Okay. Und erstmal, Herr Chef, wollte ich Ihnen fragen, wie war Ihre Erfahrung bis jetzt? So gar nichts. Mhm. Halten Sie das Handy ein bisschen näher, ich höre Sie schlecht. Ja, ich sagte gar nichts. Ja, das ist auch notiert. Sie haben versucht, ein Cover zu öffnen. Haben Sie noch nicht angefangen, richtig sozusagen. Und wenn ich fragen darf, wo wart ihr interessiert? Also, wo sind Sie interessiert? Bestimmt an die Kryptowährungen. Nö. Wie bitte? Nö. Haben Sie gar keine, so, sind Sie nicht fokussiert in einen bestimmten Teil, oder möchten Sie das nur das ausprobieren? Handeln probiert man nicht mal einfach so aus.
Aber als allererstes, wenn wir schon beim Thema aus sind, wie wär's denn mal, wenn wir die Musik ausschalten? Was für eine Musik? Ja, die im Hintergrund. So, ich habe keine Musik. Hast du einen absoluten Lattenschuss? Im Hintergrund läuft Musik. Wie bitte? Ich habe dich gefragt, ob du einen Lattenschuss hast. Im Hintergrund läuft Musik. Nein, habe ich nicht. Doch, scheinbar schon. Ich höre auch meine Stimme zweimal. Ja, und ich höre Musik. Halten Sie das Handy näher und Sie hören auch keine Musik mehr. Doch, ich höre Musik. Sie hören Sie Musik? Sie sind ja. Der erste Kunde, der das sagt. Ja, da ist Musik bei euch. Mach die mal aus. Okay, hören Sie jetzt besser? Ich höre die ganze Zeit trotzdem Musik. Also, ich will die Musik ja nicht besser hören, ich will die Musik gar nicht hören. Okay. Ja, und nun? Okay, und hören Sie jetzt besser? Ja, was soll ich denn besser hören? Hören Sie mich besser? Ja, darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass ich keine Musik hören möchte. Ja, Sie hören jetzt auch keine Musik. Doch. Also spielen Sie jetzt, Herr Nein, Schöner, ich höre Musik im Hintergrund. Sie hören Sie Musik. Was meinen Sie? Na, bei euch läuft Musik da in dem scheiß Callcenter. Ich höre keine Musik. Oh, erzähl dir deine Lügengeschichten irgendwem anders. Ihr seid bandenmäßige Betrüger und mehr nicht. Wer ist? Sie spielen jetzt? Nee, ich spiele also nicht. Ich sage dir meine Meinung. Ihre echte Gesicht gezeigt, oder? Pippi, ich würde mal langsam den Kopf zumachen, weil da kommt nur Müll raus. Ja, Sie sind bestimmt in einem Büro. Ja. Oder? Genau, ich bin in einem Büro, ja. Und, in meinem Büro, richtig. Ich auf meine Gespräche jetzt auf. Ja, mache ich. Aber wissen Sie, Sie machen sich strafbar, oder? Mache ich das, ja. Ja. Aha. Kennen Sie die Gesetze oder nicht? Sind Sie so... Hast du schon mal was von Kaltakquise und Datenschutz gehört? Weil das haltet ihr irgendwie ja auch nicht ein, ne? Wer? Ja. Was meinen Sie? Also... Ihr seid illegale, klar, bandmäßige Betrüger. Wer ist illegal? Was ja, meinen Sie? Und soll ich auch was sagen, was Sie sind? Na, dann schieß mal los. Sie jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Der Reporter von RTL, ja, der nichts zu tun hat. Ja. Ja. Genau, und ich kläre das auf, was ihr da macht. Was klären Sie, was? Ja, illegaler, bandenmäßiger Betrug mit Kaltakquise. Ja, geh mal bei deinen Arbeiten. Ja, genau. Keine Ahnung, wie der jetzt hier auf RTL-Reporter gekommen ist. Mich wundert überhaupt, dass der RTL kennt. Lässt sich auf jeden Fall wieder darauf schließen, dass er zumindest schon mal in Deutschland gewesen ist. Dramatisch wäre es tatsächlich, wenn er auch tatsächlich mal in Deutschland gewohnt hat. Denn, weiß ich nicht. Das ist schon furchtbar mit solchen Leuten. Aber naja, er hat ja dann auf jeden Fall auch keine Lust gehabt, weiter zu diskutieren und hat das Gespräch dann abgebrochen. Aber naja, so macht man das halt als Betrüger, ne? Hallo? Ja? Schönen Tag, ich spreche mit Herr Gerald Fischstäbchen, richtig? Ja. Herr Fischstäbchen, Sie haben Registrierung am Finanzmarkt gemacht. Mhm. Stimmt das? Jo. Hallo? Hallo? Keine Ahnung, ob die nette Lady mich da tatsächlich nicht verstanden hat, aber naja, sie hat dann auf jeden Fall aufgelegt. Mehr gab's da leider nicht. Guten Tag, bin ich mit Herrn Hartmut Schmiller-Donner verbunden? Nee, Schimmeldöner. Ach so, Schimmeldöner. Entschuldigung, Herr, Anton Richter ist mein Name. Melde ich mich von cryptotech.io. Sie haben sich auf unserer Plattform registriert, korrekt? Das ist ja entzückend. Mhm. Ich bin Ihr persönlicher Ansprechpartner. Werde ich Ihnen dabei helfen, Ihr Handelskonto zu aktualisieren, korrekt? Ja, weiß ich doch nicht. Was wissen Sie doch nicht? Verstehen Sie Deutsch? Natürlich. Die Frage ist, ob Sie Deutsch verstehen. Ja, ich glaube, irgendwas ist in deinem Gehirn ziemlich kaputt, um auf so eine Aussage zu kommen. Dein Name glaubt dir garantiert kein Schwein und mehr als Betrüger seid ihr definitiv nicht. Sonst würde hier mein Telefon nicht klingeln und dann hätte ich nicht so eine Kakerlake dran, nur weil man sich in der Werbung eingetragen hat. Das ist rechtlich nicht erlaubt. Das ist schon bekannt, ne? Man braucht ein Double Opt-in, um die Leute einfach so anzurufen. Herr Schmiller-Döner, Sie haben Schimmeldöner. Sie haben sich auf unserer Plattform registriert. Das bedeutet, Sie sind interessiert, mit den Kryptowährungen zu handeln. Nee, das bedeutet das nicht. Ist das richtig oder nicht? Das ist nicht richtig. Das Thema ist nicht aktuell für Sie. Hallo? Ja,
Hallo, guten Tag. Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von Herrn Schimmeldöner. Bitte sprechen Sie nach dem Piepton. Tja, immer wieder die gleichen Ausreden. Die rufen bei einem an und gehen davon direkt aus, dass man da Interesse dran hat, nur weil man sich da angemeldet hat. Man hat sich ja erstmal nur angemeldet, um zu schauen. Ja, aber das drehen sich die Betrüger jedes Mal so, wie sie es eben letztendlich selber brauchen. Tja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Wer möchte, kann gern dort auch nochmal vorbeischauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.